Grundsätzlich hätte ich ja gesagt, weiter durch die Häuser und looten. Jetzt einfach mal hier rein. So. Okay, du wolltest durchs Haus, sonst sollten wir nicht wieder rausgehen. Aber hier drüben ist noch ein Bereich, wo wir noch nicht waren. Ja, ich habe da noch was gefunden. Eisen. Sehr gut. Ja, hier drüben liegt auch irgendwas. Eisen. Also ist es tatsächlich so, dass man nur sein... Also derjenige, der da was aufsammelt, sammelt für sich und nicht für die anderen? Oder kann man das hinterher noch irgendwie aufteilen? Offensichtlich ist es nur für sich. Also ich habe jetzt zumindest keine Handelsmöglichkeit gesehen. Weil dann sollten wir überlegen, wer dann wie was mitnimmt. Ja. Ja, aber tatsächlich, was mir aufgefallen ist, ist, dass manche Dinge auch aufgeteilt werden. Ja. Also wenn jetzt zum Beispiel Sat irgendwas eingesammelt hat, habe auch ich Zeug davon bekommen. Okay, ich sammle jetzt Eisen ein. Guck mal links, ob ihr was bekommt. Ja, Eisen mal eins. Ja. Dito. Gut, Eisen wird gesplittet. Okay, dann kriegen alle was. Dann ist die Frage überflüssig. Es sei denn, es geht halt irgendwie nur für die, die in der Nähe sind, ne? Also, dass man halt... Oder vielleicht charakterspezifische oder rollenspezifische Sachen. Ja. Ja. Aber von der Ausrüstung, die habt ihr auch alle bekommen. Obwohl ich das Ding angetickt hab. Ja. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Na, ah, verdammt, nein. Das war jetzt nicht die Idee. Da mache ich wieder Controller fuck up. Bist du gerade gesprungen? Nein, ich bin über das über den Tresen drüber gewendet. Genau. Ah, so. Das funktioniert. Altmetall 15. Ja. Yep. Hab nicht drauf geachtet. Ich habe eine Kiste zerstört. Altmetall 20. Müsst mir die ganze Ausrüstung zeigen. Ganzen, das Interieur, was noch so existiert. Das kann man schön kaputt hauen. Kriegt man Zeug. Oh, Kiste. Oh, hier ist auch eine Kiste. Eisen, Altmetall, Eisen, nicht. Altmetall, Altmetall. Oh, cool. Schön. Ganz viel Loot. Nein, das ist eine Metallkiste. Das ist ein Metallmülleimer, falls du das siehst. Das geht nicht. Ja, und? Versuch, was wert. Nein. Vor allem nicht du mit deinem Billigschwert. Du kommst da niemals. Ich will ein Laserschwert. Hast du nicht. Das bildest du dir nur ein. Nein, er will ja. Das hättest du gerne. Nichts. Guck, ich bin hier über den Tresen gehüpft. Gruselkopf. Gruselkopf. Was? Übrigens Dark Souls in a nutshell. Kusselkopf, Kusselkopf, Angriff, Kusselkopf, Kusselkopf, Angriff. Mhm. Okay. Ja, war gemein. Ist ein tolles Spiel. So läuft das. Ich habe Dark Souls nie gespielt. Wollen wir übrigens unseren Schwierigkeitsgrad höher stellen? Können wir machen. Schon? Ich dachte, heute machen wir gemütlich. Okay, dann kommen wir in das Spiel rein und dann nächstes Mal machen wir auf Albtraum. Okay. Na dann. Ah, es wird immer alles geteilt, na dann. Hier ist übrigens noch ein Haus. Ich gehe da mal rein und loote. Ich glaube, da kann man auch was kaputt hauen. Hier ist klar, dass wenn du die Hochstelltaste gedrückt hältst, du rennen kannst, Blacky, ne? Was? Man kann auch rennen, man muss nicht rollen die ganze Zeit. Ich hab ein Eigenschaftspunkt. Ja, den habe ich gerade gelootet. Ja, den habe ich. Ach so, du. Ja, ich habe gerade eine Kiste aufgemacht. Ihr seid noch gut noch nichts vom Spiel gesehen, aber Schwierigkeitsgrad hoch. Willkommen bei Arif. Ja. Ja, so läuft das bei Arif, mir. Arif, ja, bei was meinst du, wie ich Doom auf Permadesk geschafft habe? Arif jammert noch ein paar Anläufen. Bei Jedi Fallen Order auch direkt rum. Du hast es nicht auf allerhöchster Schwierigkeitsstufe plus 1 gestellt. Ich hatte ja noch nicht mal gestartet. Ja. Ja. Okay, die Aussage ist korrekt. Mhm. Okay, ich brauche Leben und ich brauche Schaden. Außerdem darf ich das sagen, ich hab's auf Großmeister gespielt.
Ja, ich auch. Das ist nicht maximale Schwierigkeitsstufe plus 1. Doch. Nein, das ist maximale ist Schwierigkeitsstufe. Aber nicht plus 1. Okay. Und ihr kennt mein Skin. Und ich habe nie das Lichtschwert benutzt. Bei also Fallen Order. Glaube ich dir sofort ab. Ich habe tatsächlich den Teamwork-Bonus einmal gelevelt. Ja, du bist Heider, du brauchst sowas. Ich bin nur Tank, ich brauch sowas nicht. Ich hab auch. Oh. Weil ich kann ja irgendwie, irgendwann Ziele markieren. Meine Heilfähigkeit hat sich regeneriert. Sehr schön. Dann werde ich wahrscheinlich noch Ausdauer vielleicht brauchen. Dann kann ich mal zu den Gegnern hinlaufen. Oder Gesundheit. Du kannst auch Feuer in der Weise hinlaufen. Ah. Ich habe Angst hier vor der Kanalisation. Ich auch. Ich stehe immer noch in dem Haus rum und versuche und guck, was ich leveln muss. Ja, ich weiß. Ja, kein Problem. Wir rennen ja auch nicht rein. Nicht freiwillig. Ich habe nur was leuchten sehen, habe dann festgestellt, dass es die Kanalisation ist und jetzt habe ich Angst davor. Mhm. Ich bin mir nicht sicher. Die da drüben bei Station 13 hatten ein leichtes Problem mit Strom. Ich weiß, wo der Strom hin ist. Ach Mann. Wo ist dieses ominöse Etwas? Hier drüben. Da. Oh Gott, hier unter dem Haus. Man kann drüber jumpen. Man kann sich auch draufstellen. Lass mich. Nein, geh drauf. Punkt. Ich bin der König, der kann unterwegs sein. Okay. Was? Hier drin so, was? Ah, irgendjemand ist reingegangen. Habt ihr toll gemacht. Irgendwer hat eh gedrückt. Ich nicht. Wer macht denn sowas? Ja, Blackie, ja. Hey, guck mal, das Wasser sieht genauso aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Sehr toll. So wie es aussieht, kann ich jetzt förmlich schmecken. Na, gönn dir. Verdammt. Hab doch Berührung bekommen. Ah, guck mal, hier ist ein Checkpoint. Ich verwende den Ball. Nicht an der Stelle, nicht an der Stelle. So, besser. Wow, du bist halt echt voll. Wow. Was denn? Wie ihr voll die pingeligen Etwas ist halt, ey. Was ausruhen an Checkpoints? Ich wollte mich jetzt nicht in dich reinsetzen. Hinterher und bringt im Gegenzug normalen Gegner in die Welt zurück. Im Mehrspielerbonus beliebt das Ausruhen zu dem Gefallen der Verbündete wieder. Alle Spieler müssen den Checkpoint verwenden, um sich da rauszuholen. Ach, schön. Das haben wir schon festgestellt, dass das so funktioniert. Ja, ich wollte es trotzdem nicht. Ja, ich glaube, es war nicht vorgesehen, dass jemand schon vorher stirbt. Ja. Don't take it. Easy? Ich sehe was. Ich sehe was, was ihr nicht seht, und es ist. Ich habe schon erwähnt, dass ich sie hassen werde. Hä? Ja. Don't take it, it's these. Don't take it easy, das ist. Oh mein, it's these. Nein, don't take it, it's these. Das ist okay. Bist du soweit? Schade. Ich hab alles einmal angeschaut. Nein, ich hab da noch nichts. Okay. In welche Richtung gehen wir? Rechts, links, rauf, runter? Ich glaube, das hat die Entscheidung bereits gefällt. Okay. Es ist ja. Seltsamerweise auch nur eine Möglichkeit, in die man gehen kann. Hier stinkt's. Oh, da liegt Munition oder sowas rum. Toll, meine Primärmunis sind voll. One-Shot. Looten und leveln. Okay, es sind Bogenschütze. Wo ist er? Hier drüben. Wie? Jetzt stinkt's. Oh, eine Saat voll ist. Ups. Ja.
Ah, scheiße, ich bin verseucht. Ah, ich sterbe. Oh ja. Becky, es liegt an dir. Aber ich hab dir noch einen Heilkreis gebracht. Becky, belebe uns wieder. Kann grad nicht. Der ist weg. Jetzt hat. Ah, locker easy. Okay. Ich sollte mal gucken, was meine Items so bringen. Da, 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 da. Moment, ich bin noch immer verseucht. Ölelixier entfernt verseucht. So, was habe ich denn noch so? Eine Munikiste. Das war ja locker easy. Ich freue mich schon auf nächste Woche Nightmare. Ja. Mhm. Ich meine, wollen wir die, den Schwierigkeitsgrad hochstellen? Ich meine, das war jetzt zu einfach. Es sind nur 2/3 der Gruppe gestorben. Mhm. Meinetwegen. Erhöht die erhaltene Erfahrung um 25%. Loot. Ja, sieht angenehm aus. Ich bin sicher, das muss so. Oh oh. What the fuck habt ihr drauf beschwört? Oh fuck. Ich hab was kaputt gemacht. Vorsicht, da hinten ist ein Bogenschütze. Der Bogenschütze macht mir im Moment keine Sorgen. Oh ja, das war das Phantom. Wow, wow, the fuck. Ups, oder? Holy fuck. Also diese Bogenschütze ist das Phantom, aber der macht die 10 Aua. Oh fuck. Ja, 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 ja. Oh, was? Wie? Dezente Aua kann ich bestätigen. Oh! Bleib nicht in seiner Nähe! Bleib nicht in seiner Nähe! Ja, ich hab das andere Vieh gefunden. Oh, oh ich fuck. Bin down. Holy fuck. Ah. Alter! Er schießt noch auf mich. Du stehst auch direkt neben mir. Jetzt bin ich down. Ah, ich versuche zu dir zu kommen. Nein, geh du hier. Ich bin gerade Ziel. Ich kann nicht. Ich... Moment. Und du brauchst Verband. Ja, ich bin dabei. Start, eigentlich bist du der Heiler, ne? Ja, aber ich bin gerade das Ziel, das bedeutet, wenn ich ihn gerade wiederbelebt, dann wird er ja trotzdem draufgeschossen. Danke. Bitte. Und tot. Ich komme, ich komme, ich komme. Also ich kümmere mich jetzt mal um das kleine Viech, was da unten rumliegt. Ja, da ist auch nicht mehr so viel dran. Ja. So. Ich bin down. Ich wollte gerade einen Verband anlegen, aber das hat sich gerade erledigt. Ach fuck, dieser scheiß dieser scheiß Zauber. Wie? Ich bin auch tot. Nimm sie. Ich kann nicht. Nimm Arif zuerst, falls du kannst. Nope. Okay, vergiss es. Nope.
Jetzt Albtraum? Ja, klar. Oh ja. Das war wenigstens mal interessant. Ja. Yep. Ich glaube, das kommt jetzt noch öfters. Okay, also jetzt, wie kann man das Zeug in seinem Inventar umstellen? Schnellauswahl zuweisen. So. Nein. Ja. Ja. Wenn ihr Muni braucht, bedient euch. Du kannst auf das Ding klicken, dann kannst du Schnellausweis zuweisen, dann sagt er dir den Slot 1 bis 4. Ja, das habe ich jetzt gerade auch rausgefunden. So, was ist das hier eigentlich? Bewegungstempo erhöht. Ah, ich habe eine Munitionskiste zweimal dabei zum Wiederauffüllen von Munition. Schön. Ja. Ihr seid auch gut. Ach, das hat mir eben schon. Ach, vergiss es. So. Blutung, Heilung, das. Da und kommt, wieder, wieder was? Nö, das war's. Es ist aber auch mies, dass der Spot nicht mal, also der Checkpoint-Spot nicht mal safe ist. Der nächste kommt gleich. Ja. Also wegen so mir, guck mal, ich hab meine Shortcuts jetzt belegt. Jo. Und sortiert. Ach. Dreck. Wenn du per Ich geheilt werden willst, sag Bescheid. Ja, alternativ gehen wir nochmal zurück und heilen uns schnell am Stein. Das ist klar. Auf der anderen Seite respawnen dann noch die Gegner. Oh ja, gut, egal. Die waren ja jetzt eher Luschi. Ja. Ja, das war ja jetzt auch mehr. Wir haben ja schon Leben verloren, nur weil die da zu uns kamen, weil sie nicht. Ja. Unbedingt. Wobei, nein, sie sind tatsächlich nicht respawned. Ach doch, ja, sie sind nur nicht durch die Gegend gelaufen. Frissstaub, schön. Das mit der Kanalisation hat er noch nicht verstanden. So, war da hinten eigentlich was? Haben wir da schon geschaut? Ich weiß es nicht. Nee. Aber da sind noch ein paar. Okay, das ist der Typ, den man auf Fernkampf geht.